Bis auf den kleinen Patzer am Ende. Sehr schön. Machen wir Schluss für heute. Der Beethoven hat's auch ganz schön in sich. Ja, das kann man so sagen. Aber Sie sind ihm verdammt knapp auf den Fersen. Ich meine, du bist ihm verdammt knapp auf den Fersen. Machst gute Fortschritte. Dann hat sich die Schufterei wenigstens ein bisschen gelohnt. Musst du dich zum Üben zwingen? Nein, das war nur so eine Redensart. Wann bekomme ich denn mal deine Katholvertonung zu hören? Es läuft nicht so richtig. Es hakt immer an der gleichen Stelle. Keine Inspiration. Bendel? Ja, Moment. Warte. Ich will ja noch Noten mitgeben. So. Aha. Ja, und das weißt du erst seit heute? Gut. Ja, klar. Feldunterricht heute Abend aus. Wir sehen uns morgen. Ja, bis dann. Ich liebe diese kurzfristigen Absagen. Was soll's? Ich wollte dir Noten mitgeben. Sag mal, kann ich die Stunde heute Abend nehmen, wenn ich gestern schon nicht da war? Ja, klar, da ist überhaupt nichts gegen einzuwenden. Okay. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Fis, sondern A. Ach so. So dissonant sollte nun auch wieder nicht klingen. Entschuldigung. Das macht nichts. Du hast dir 1,5 als Fingersatz eingeprägt. Deshalb kommst du immer durcheinander. Versuch mal 1,4 beizubehalten. Okay. Also, ich weiß nicht. Ich krieg das nicht sortiert. Mich bringt das jetzt irgendwie total raus. Du meinst, die Nähe zwischen uns überfordert dich? Ja, was denn sonst? Geht mir genauso. Ich habe sowas noch nicht erlebt. Vielleicht ist es die Musik. Wir haben die gleiche Leidenschaft. Musik. Ja, und? Ein Pianist spielt keine Noten. Er empfindet sie. Du spielst eine Partitur und plötzlich bist du nicht mehr du selbst. Und wie gehst du damit um? Ich akzeptiere es. Andere schleppen ein Vermögen zum Psychiater, um rauszufinden, was in ihnen steckt. Uns reicht eine Partitur. Aber man kann doch nicht einfach alles zulassen. Warum nicht? Was soll passieren? Was kann schlimm daran sein, Musik zu spüren und zu lieben? Ja, aber... Ein Kollege hat das mal so ausgedrückt. Die wahre Gewalt der Musik besteht darin, dass sie die Seele vom Zivilisationsmüll reinigt. Also so furchtbar gereinigt fühle ich mich aber nicht unbedingt. Du stehst ja auch noch ganz am Anfang. Komm, setz dich wieder. Was nicht zu dir gehört, das verschwindet wieder. Es ist wie in einer guten Komposition. Nur die zwingenden Töne bleiben übrig.